Kopf ist halb ab, das ist großartig. Ja. So, so machen ist wir super. Das. So ach, ist toll, das ist aber avantgardistisch. Ja, Wahnsinn, ne? Gleich fällt mir der Arm ab. Verrückt ist das ja. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Heute mal unterwegs. Und zwar besuchen wir den Dozer einfach mal und werden ein kleines Vlog machen, wo wir euch mal kurz die Kamera vorstellen. Die ist nämlich neu. Das habe ich die ganze Zeit aufs Display geguckt, so Anfängerfehler. Aber wir gehen nix. Mal rum und suchen Dozer und dann quatschen wir mit ihm kurz. So, dein Orientierungssinn ist gefragt. Ja, direkt voraus. Ach, direkt voraus, super. Direkt voraus, das ist relativ einfach, ja. Mal wie aber hast du diesen Polizeiwagen gesehen da an der Seite? Das finde ich ja mal ultra geil. Seht ihr das da hinten? Da hinten, ja. Ja, das ist was kein Polizeiwagen ist. Da fehlen halt die Markings und alles, aber er hat halt so eine... Ich tue so, als wäre ich ein Blaulicht obendrauf. Hilft wahrscheinlich im Stadtverkehr so, ganz praktisch, gerade in Berlin. Kann nur Vorteile haben. Schnell das Blaulicht raushängen und dann geht's wieder. Ich glaube, er ist nicht ruckelfrei. Nee. Ich habe keine Steadicam, Leute, also so weit sind wir noch nicht. Da ist ein Bildstabilisator drin, aber hast du den denn nicht angeschaltet? Alter, hier arbeitest du. Du Sau. Ja, eine kleine Kommandozentrale, ne? Weißt du, wie das bei mir zu Hause mit dem Rechner aussieht? Ja, jetzt hätte ich mal nicht das Problem, dass der Greenscreen zu dicht steht. Die Katzen fehlen auch, ne, irgendwie. Ey, ja, das ist richtig, ja. Krasse Scheiße. Ja, herzlich willkommen in der Cinema Stage. Das ist seine Arbeitsrealität, Wiesen. So schneiden wie YouTube. Ja, genau, als ob. How big this is. Oh ja. Meine Herren. Ja. Ja. Die Akustik ist schön hier. So, ja, das ist halt eine Mixing Stage, das sollte so sein. Schön trocken. Sehr krass. So, und was genau machst du jetzt hier eigentlich? Also ich persönlich mache ja halt den Bildpart einer ganzen Geschichte. Das Studio hier ist halt quasi eine kombinierte Grading und Mixing Stage. Also hier wird halt die finale Mischung von Kinofilmen gemacht, wie man so unschwer an diesem Kino-Environment erkennen kann. Und ich bin derjenige, der hier die finale Farbkorrektur für Kinofilme macht. Und da sitze ich dann da vorne halt so an diesem Pult hinter diesem riesigen Mischpult und schraube halt eben jedes einzelne Bild vom Film halt so schön mit Regisseur und Kameramann, bis die beide halt eben hier im Handstand raustanzen und sagen, ach, war das schön. Das ist echt bequem hier, Wiesen, jetzt. Ja, das wäre so mein Platz. Zeig mal her, die Perspektive holen wir uns mal. Da ringen sie immer alle rum. Ja. Oh ja, oh ja, schön. Eine echte Overshoulder aus dem Kinosessel hier. Das ist ja fast so wie in unserer Kommandozentrale, ne? Ja, so, ja genau. Nur ohne halt Halle und ohne Sitze und ohne Bildschirme. Da darfst du nicht rüber. Kopf ist halb ab, das ist großartig. Ja, so ist super. Das. So ach, ist toll, das ist ja avantgardistisch. Ne? Ja, Wahnsinn, ne? Und dann fällt mir der Arm ab. Verrückt ist das ja. Halt nicht das Mikro zu. Oh ja, das mache ich tatsächlich. Ich weiß nicht, wo es ist. Ja. Das ist oben drauf auf dem. Deswegen sage ich ja, nicht das Mikro zuhalten. Ja, habe ich wirklich zugehalten. So, so ist besser. Besser. Ja, fangen wir mal an. Ja. Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Vielen lieben Dank, liebe Patreons, für diese wunderschöne Legria HFG25. War's? Fein auswendig gelernt. Ohne Spickzettel. Ich bin stolz auf mich und ihr bestimmt auch. Genau, die beiden haben mich jetzt irgendwie bei mir auf der Arbeit abgeholt. Es ist nämlich gerade Feierabend. Da dachten wir uns, stellen wir uns mal kurz in den Hof und schießen das hier mal für euch ab. Genau. Und wird super. Ja, vielen Dank für die coole Kamera. Wir haben da tatsächlich auch noch was vorbereitet. Wir haben nämlich hier noch die alte Kamera, die mit wir sonst. Peinlich, jetzt sieht man sie auch noch. Ja, was denn? Das ist doch ganz cool. Und damit machen wir jetzt einfach mal den Gegenschuss. Die alte Mühle. Und das schneiden wir dann für euch ein bisschen zusammen. Das war so, jetzt habe ich mal die alte dran. Ich gehe mal ein Stück aus dem Bild raus, damit man das mal. Bild? Ja, damit man mal die Kamera sieht, die wir hier und mein, so haben. Meine professionelle Kameraführung. Ja, genau, ja. Dein Kameraarm, richtig. Mhm. Der gleich abfällt, deswegen stütze ich ihn auch schon so. Nicht das Mikro zuhalten. Genau, also das ist die neue Kamera. Jetzt seht ihr auch das Bild im Vergleich zur alten. Tatsächlich, das ist auf jeden Fall ein fettes Improvement, kann man auf jeden Fall nur sagen. Dankeschön. Ja, es ist halt immer sehr motivabhängig, ne, was dabei rauskommt. Genau, und von daher gehen wir jetzt zurück auf die neue Kameraperspektive. Ja, ich würde gerne mehr moderieren, ich pack's einfach nicht, stelle ich gerade fest, weil ich irgendwie mich total konzentrieren muss, leider. Okay, alles klar. Ich ab. Aber ist nicht so schlimm, deswegen machen wir das für dich. Genau, liebe Freunde, bleibt uns weiter gewogen. Vielen Dank für euren Support und macht bloß so weiter, ihr seid großartig. Ja, vielen, vielen Riesendank. Diese Kamera hilft uns schon gewaltig und ich denke, die wird auf der Gamescom auch nochmal einen Auftritt haben. Wie jetzt der Ton von dem Mikrofon ist, werden wir jetzt gleich im Schnitt sehen. Genau. So ist es. Okay, in diesem Sinne, 3, 2, 1 und see you on the flight deck!